Zuletzt hatte man eigentlich gegen Fürth zu Hause sehr stark gespielt, aber in der Schlussminute noch den Ausgleich kassiert. Also Hoffnung bei den Fans des KSC, aber auch beim VfL. Trotz Niederlage gegen Eintracht sah der Trainer einen Fortschritt. Der VfL in Orange mit der ersten Szene nach der Ecke von Federico. Kopfball, Dabrowski, Orlishausen, These. Sechste Minute. Die Gäste aus Bochum kommen besser in diese Partie hier im Wildpark. Hier sehen wir nochmal die Chance von Dabrowski. Und dann versucht es These heute Doppelspitze mit Inouye im unveränderten Team. Weiter der VfL, 32. Federico, gute Übersicht, John These und Orlishausen, der lange steht, ein sehr guter Keeper beim KSC. Von Inouye, seinem Sturmpartner, nicht viel zu sehen. Dann auch mal was vom KSC, die brauchten lange, um ins Spiel richtig reinzukommen. Dann aber Lavric im Strafraum, kein Handspiel, Yashvili und Latte, 43. Minute. Lavric, Yashvili und Maltritz, der hier nochmal dazwischen geht. Gut für seinen Keeper, für Lute. 0:0, unverändert beide Teams. Er konnte einigermaßen zufrieden mit dem Ende der ersten Hälfte sein und vor allem mit dem Anfang seines KSC. Zweite Hälfte, 47. Yashvili wieder schön rausgespielt. Wieder mit Lavric, der heute zurückgekehrt ist. Außerdem auch Yashvili nach Gelbsperre wieder dabei. Das tat dem Spiel gut und der KSC jetzt aktiv. Aber dann dieser Fehler von Groß, Ginczek auf Inouye, Riesenchance, Chance ist immer noch da, nämlich These und Orlishausen in der 70. Minute die nächste gute Gelegenheit für die Bochumer. Inouye völlig frei vor dem Keeper, wieder Orlishausen stehen geblieben, nochmal Orlishausen, dazwischen auch noch Aquaro in Gemeinschaft, also ein Gegentreffer verhindert. Dann Lamidi bei seinem Comeback, Yashvili, dann natürlich wieder Lavric, Lute und Krebs. 85. Minute, die letzte Szene in einem aufregenden 0:0. Das war ein Herzinfarkt-Finale. Nochmal die Chance von Krebs und so reagiert der Trainer Rainer Scharinger. Es darf nicht wahr sein. Ja, man lebt halt draußen mit, man ist emotional. Ich hätte Gary Torres natürlich auch persönlich sehr gewünscht, weil er ein sehr gutes Spiel gemacht hat, ist viel gelaufen. Soll momentan nicht sein. Darum kurz die Enttäuschung auch mal rausgelassen. Das, was wir uns erarbeiten spielerisch, setzen wir nicht in Tor rum und belohnen uns nicht. Kurz oder auf den Punkt, 0:0, eines der besseren Art, aber der KSC jetzt immer noch sieglos und zwar inzwischen seit 9 Spielen.